ihr Lieben, willkommen zu Anime Night hier im Malteser Filmpalast. Es ist die Europapremiere von Dragon Ball Super Broly. Ich bin ganz ehrlich gesagt gar nicht so der krasse Anime-Fan, aber vielleicht werde ich heute überzeugt, nämlich von Nino Taku TV, der auch hier sein wird. Mit dem werde ich gleich ein bisschen quatschen und ihr kommt einfach mal mit. So, gerade habe ich ihn euch noch angekündigt. Jetzt sitzt er hier schon neben mir. Nino, herzlich willkommen hier im Malteser. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Fühlst du dich wohl? Kannst du sagen, so ein bisschen Malteser ist dein Wohnzimmer? Absolut, absolut. Also ich bin ja auch als Privatperson gerne hier. Wie krass ist Broly? So. Ja, wie krass kann ein Typ sein, der nach einer Brokkoli benannt ist? Ne? Dragon Ball ist halt immer krass. Ich glaube, Dragon Ball ist halt eine der wenigen Anime-Serien, die es halt schafft, auch Leute zu begeistern und abzuholen, die jetzt, so wie du, keine Anime-Fans sind. Es wird halt wieder ein epischer Kampf, viel Effektgewitter und die Leute werden Spaß haben. Und ich bin echt extrem beeindruckt. Ich freue mich auch, dass es gelingt, so viele Säle mit einem Anime zu füllen. Wir schauen jetzt mal weiter, gehen jetzt mal in den Kinosaal und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich habe zu danken. Vielen Dank, Max. Schönen guten Abend München und herzlich willkommen zur Deutschlandpremiere von Dragon Ball Super Broly. Wer eine Frage stellen möchte, kann das jetzt gerne tun. Oh, wir haben eine Frage von Son Goku persönlich. Also ich mag dich. Danke, ich dich auch. Ich mag Son Goku. Hast du dort ein Maid- oder Katzencafé besucht? Wir durften dort leider nicht filmen. Gut, was hast du denn gezogen? Die 9. Die 9 gibt's nicht, dann ist es die 6. Warte mal, ich schau mal rein, was du kriegst. Schau mal, du kriegst eine Son Goku-Figur. Frohe Weihnachten. Ja, gern geschehen. Was hältst du denn da gerade hoch? Ja. Kann man auch mal klatschen. Hier, Son Goku Artwork. Und das wird das beste Social-Media-Foto, das jemals auf Instagram gelandet ist. Es wäre toll, wenn ihr jetzt alle diesen Genki-Dama-Move macht. Wurden eure Erwartungen erfüllt? Ja, ich würde es mir nochmal anschauen. Bist du zufrieden? Aber sowas von, der Film war hammer, mega geil. So stark meine Erwartung erfüllt, dass ich mir den Film sogar nochmal anschauen würde. So, das war die Anime Night hier im Malteser Filmpalast. Kommt auf jeden Fall im Februar und im März auch bei uns vorbei. Nino gibt jetzt noch ein paar Autogramme und macht ein paar Selfies. Es hat mich so ein bisschen gepackt und ich glaube, ich muss den mir jetzt auch anschauen. Kommt auf jeden Fall vorbei.